Ja, einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank für die Einladung zu Ihnen hier nach Bratislava. Das Thema, über das ich heute etwas vortragen möchte, ist die Interdiskurstheorie, wobei ich über den theoretischen Rahmen, die Operationalisierung und einige Analysebeispiele mit Ihnen sprechen möchte. Es geht im Folgenden in einem ersten Teil daher zunächst kurz um den Ansatz der Interdiskurstheorie bzw. den der Interdiskursanalyse, und zwar so, wie er seit Beginn der 1980er Jahre an den Universitäten Bochum, Dortmund und jetzt Duisburg-Essen in den Literatur- und Kulturwissenschaften entwickelt wurde. In einem ausführlicheren zweiten Teil versuche ich dann zu zeigen, wie interdiskurstheoretisches Arbeiten in den Literatur- und Kulturwissenschaften konkret aussehen kann. Dabei möchte ich mit Ihnen zusammen vom Kleinen zum Großen vorgehen, vom Einfachen zum Komplexen, von der Analyse einzelner interdiskursiver Elemente zu derjenigen ganzer literarisch-kultureller Gruppierungen und von da zur Frage, wie sich individuelle und auch kollektive Identitäten, beides durchaus im Plural, vom Ort der Interdiskurstheorie aus denken lassen. Den Abschluss bildet, wenn wir dazu noch Zeit haben, dann eine kurze Zusammenfassung möglicher Schritte einer Interdiskursanalyse der hier vorgestellten Art. Zunächst also zu meinem Ausgangspunkt der Diskursanalyse Michel Foucaults. Denn dort kommt im Grunde die Interdiskursanalyse her. Wenn Foucault einzelne Diskurse in den Blick genommen hat und sie dadurch bestimmt sind bei ihm, dass sie sich auf je spezielle Wissensausschnitte beziehen, deren Grenzen durch Regulierungen dessen, was sagbar ist, was gesagt werden muss und auch was nicht gesagt werden kann, gebildet sind, dann haben sie zugleich auch eine spezifische Operativität. Diskurse in diesem Sinne, das kennen Sie, sind materielle Produktionsinstrumente, mit denen auf geregelte Weise soziale Gegenstände und die ihnen entsprechenden Subjektivitäten produziert werden. Mit Foucault ist also für einen historischen Schnitt, sein berühmtes historisches A priori, stets von einem Nebeneinander vieler je spezieller Diskurse und ihrer Formationen auszugehen, auch wenn er selbst an vielen Stellen für die allgemeinen Charakteristika aller Diskurse von dem Diskurs im Singular spricht. Darüber hinaus hat Foucault besonders in der Archäologie des Wissens jedoch auch die mehreren Diskursen gemeinsamen Regularitäten in den Blick genommen und beispielsweise von den Analogien in den Aussageverfahren der allgemeinen Grammatik, der Analyse der Reichtümer und der Naturgeschichte im klassischen Zeitalter der Aufklärung als, Zitat, interdiskursiver Konfiguration beziehungsweise determinierter Gesamtheit diskursiver Formationen gesprochen. Diesen in der Archäologie des Wissens erst ansatzweise entwickelten Gedanken der Interpositivität, so Foucault an anderer Stelle, greift die Interdiskursanalyse in Deutschland seit Ende der 1970er Jahre, angeregt durch Michel Picheu, auf und entwickelt ihn systematisch weiter. Und zwar indem sie genauer nach dem Verhältnis von Spezial- und Interdiskursen einer Kultur, nach der Dialektik von Spezialisierung und Reintegration von Wissen sowie nach der Beschaffenheit und Funktionsweise der die Interdiskurse einer Kultur materiell bildenden Elemente fragt. Das geschieht zunächst stärker literaturwissenschaftlich orientiert, dann sukzessive kultur- und auch medienwissenschaftlich erweitert. Berücksichtigung finden dabei auch solche Dispositive wie Vernunft, Sexualität und Normalität, die soziale Gegenstände von besonderer, tendenziell gesamtgesellschaftlicher Relevanz konstituieren und die dadurch charakterisiert sind, dass jeweils mehrere Spezialdiskurse
mit mehreren, vielleicht auch nicht diskursiven Feldern vernetzt sind. Also eine besonders komplexe Form interdiskursiver Konstellationen darstellen. Doch schauen wir uns die Interdiskurstheorie im Folgenden zunächst ein wenig genauer an. Mit einer Reihe anderer Theorien, wie beispielsweise der Systemtheorie Niklas Luhmanns, der historischen Semantik Reinhard Koselleck und auch der marxischen Ökonomie, teilt die Interdiskurstheorie den Befund des beschleunigten Auseinanderdriftens von Wissen und der daraus resultierenden Arbeitsteilung seit Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Demnach besteht die Gesamtkultur einer modernen Gesellschaft aus dem Spektrum ihrer arbeitsteilig organisierten Spezialdiskurse, zum Beispiel naturwissenschaftlichen, human- und sozialwissenschaftlichen, kultur- und geisteswissenschaftlichen, aber auch aus kompensatorischen Interdiskursen, die diese Ausdifferenzierung, dieses Auseinanderdriften wieder reintegrieren. Denn würde es allein bei Spezialisierung bleiben, wäre Verständigung über die Grenzen der Spezialdiskurse hinweg kaum mehr möglich. Dass diese nötig ist, die Erfahrung haben Sie alle schon einmal bei einem Arztgespräch gemacht, nämlich dann, wenn der Arzt oder die Ärztin versucht, die hochkomplexen medizinischen Zusammenhänge und die daran gebundene Fachterminologie in einfache Metaphern zu übersetzen. Und dann wird das Herz zur Pumpe, zu einer Membran, zu einem Motor und dergleichen mehr. Moderne Gesellschaften haben sich also nicht nur in arbeitsteilige Spezialbereiche ausdifferenziert, sondern eben als kompensatorische Antwort auf das Auseinanderdriften der Spezialwissensbereiche eben auch solche Verfahren entwickelt, die Verbindungen herstellen, also gleichsam wieder reintegrierende Brücken. Dazu gehören in erster Linie alle Formen von Metaphern und Symbolen, Schemata, Mythen, narrative Stereotype und dergleichen, kurz alle analogiebildenden Verfahren, die Elemente eines speziellen Wissensbereichs und seines Diskurses zum strukturierenden Medium eines anderen Lebensbereichs machen können. Und das vielleicht sogar mit bereits spontan schon im Alltag gebildeten solchen Brückenschlägen verbindet. Elaborierter und gehäufter als im Alltag und auch in den mediopolitischen Diskursen sind solche Brückenschläge in der Literatur sowie eben auch in den modernen Medieninterdiskursen noch mal stärker anzutreffen. Interdiskursive Elemente und in ihrer Gesamtheit ganze Interdiskurse ermöglichen es den Individuen daher, in hochgradig arbeitsteiligen und ausdifferenzierten Gesellschaften zu leben und zurechtzukommen, ohne dabei ständig in verschiedenste Spezialisierungen und Professionalisierungen auseinandergerissen zu werden. Man könnte sagen, dass Interdiskursivität die lebenspraktisch geteilte Arbeit imaginär in so etwas wie Ganzheitlichkeit und Lebenstotalität verwandelt. Um es an einem winzigen kleinen Beispiel zu illustrieren, wenn ein Polizeikommissar eine Heiratsanzeige aufgibt und in dieser Heiratsanzeige schreibt, ich möchte dir Handschellen anlegen, dann versucht er, seine berufliche Praxis mit seiner, ja, wie könnte man es nennen, elementar erotischen Praxis zu verbinden und zu integrieren. Bei solchen Integrationsbemühungen kann es natürlich nicht um vollständige Integration aller gesellschaftlichen Teilbereiche und aller menschlichen Fähigkeiten gehen, sondern nur einzelne, in der Regel fragmentarisch bleibende Brückenschläge. Schiller hatte in seinen ästhetischen Briefen für die Literaturwissenschaftler unter Ihnen, hatte versucht, da eine möglichst große Klammer noch aufzumachen und möglichst viele Bereiche zu integrieren. Die Brückenschläge, um die es hier heute geht, sind vor allem zunächst im Alltag, in der Literatur und dann auch in den medialen Diskursen anzutreffen. Die Interdiskursanalyse
versteht die modernen Medien Interdiskurs und auch die Literatur daher als Orte, an denen sich solche verbindenden Elemente und Verfahren häufen. Interdiskurse bilden somit den allgemeinen Rahmen eines Diskurssystems, so etwas wie ein soziales Band der Integration, das ein ganzes Reservoir von Anschauungsformen für die notwendige Kodierung von Spezialsachverhalten bereitstellt. Die Gesamtheit dieser Verfahren lässt sich daher als die integrierende Kultur einer modernen Gesellschaft verstehen. Man kann von dem Punkt aus dann sogar noch weiterdenken und sich überlegen, dass man die Differenzen in kulturellen Systemen ein Stück weit vielleicht auch daraus erklären kann, dass mit anderen Interdiskursen operiert wird. Gucken wir uns einige ganz typische interdiskursive Elemente an. Interdiskurse produzieren die sie ausmachenden verbindenden Elemente nicht ständig wieder neu, das könnte weder eine Gesellschaft noch eine Kultur überhaupt leisten, sondern es lassen sich empirisch relativ stabile, häufig wiederkehrende Teilstrukturen identifizieren. Zum Beispiel kollektiv verwendete und ebenso kollektiv rezipierbare Symbole, wie etwa Organismus, Körper, Schiff, Auto, Deich, Flut, also solche Bildlichkeiten, mit denen jedermann irgendetwas anfangen kann. Diese sind zwar mit verschiedenen Spezialdiskursen verbunden, Organismus und Körper vielleicht wieder mit der medizinischen Wissenschaft, die aber jenseits solcher Spezialität in verschiedensten Diskursen und zugleich durch unterschiedlichste Träger auch verwendet werden können. Sie verkoppeln gesellschaftliche Praxisbereiche und schließen sie zugleich an Alltagswissen an. So wird der politische Berichterstatter in der Tagespresse vielleicht vom Abstieg Deutschlands in die zweite Liga sprechen und schon nach einem neuen politischen Nationaltrainer Ausschau halten, der Wirtschaftsjournalist vom immer noch stotternden Konjunkturmotor und eine Lokalredaktion wird vielleicht eine Flut von Flüchtlingen konstatieren. Semiotisch, zeichentheoretisch betrachtet, sind solche Kollektivsymbole komplexe, ikonisch motivierte, paradigmatisch expandierte Zeichenkomplexe, die eine Bildseite, die Pictura, und eine Seite des eigentlich Gemeinten, die Subscriptio, oder den Sinn vereinen. Diskurstheoretisch betrachtet, stellen solche Kollektivsymbole aber auch Kopplungen von Spezialdiskursen dar. Darüber haben wir gesprochen. In ihrer Gesamtheit bilden sie ein sich historisch zwar modifizierendes, synchron zu einem Zeitpunkt, jedoch relativ stabiles und in sich kohärentes System, wobei die für eine Kultur relevanten Elemente durchaus zu verschieden perspektivierten kulturellen Interdiskursen wie Religion, Philosophie und eben auch Literatur gebündelt werden können. Linke nennen als Beispiel etwa die Popularphilosophien und Weltanschauungen, wie beispielsweise den Monismus und für die heutige Zeit den Interdiskurs der Massenmedien. Der Systemcharakter dieser interdiskursiven Elemente, spreche ja von Kollektivsymbolsystemen auch, resultiert nun daraus, dass Kollektivsymbole sowohl auf Seiten der Bildlichkeit als auf Seiten der Subskription des jeweils damit gemeinten des Sinns zu paradigmatischen Äquivalenzklassen tendieren. Denn erstens können Piktura-Elemente aus verschiedensten gesellschaftlichen Teilbereichen bei beibehaltenem Sinn untereinander ausgetauscht werden. So lässt sich ein Gesellschaftssystem mal als Fahrzeug, Auto, Boot, Flugzeug, Zug oder auch Fahrrad symbolisieren, dann aber auch als Organismus mit Kopf, den verschiedenen Gliedmaßen, dem Blutkreislauf und so weiter. Daraus ergeben sich insgesamt Ketten von Bildern bei beibehaltener vielleicht Subskription, etwa
Politik ist wie Fußball, ist wie Regiearbeit an einer Oper, ist wie der Kopf des Volkskörpers. Im Sportteil einer Zeitung kann es dann heißen, dieser oder jener Spieler führe überlegen Regie im Mittelfeld. Im Politikteil, dass ein Vorsitzender der Kopf seiner Partei sei. Ist das die eine Richtung? So können zweitens verschiedene Sachverhalte auch unter einem Bild subsumiert werden. So stehen Flutsymbole gleichermaßen für Wassermassen, Flüchtlinge, Fußballfans und Autokolonnen bei Beginn der Sommerferien. Aus diesen beiden Strukturachsen, eine Bildlichkeit mit mehrfacher Sinnbildung bzw. gleichem Sinn und gleicher Sinn bei wechselnder Bildlichkeit resultiert insgesamt der Charakter der Kollektivsymbolik als ein komplexes, auf sich bezogenes System, zu dem im Moment im deutschsprachigen und auch im mitteleuropäischen Raum vielleicht 100 bis 150 besonders relevante Symbole gehören, auf die in der öffentlichen Darstellung immer wieder zurückgegriffen wird, wenn es gilt, Ereignisse, politische Sachverhalte und dergleichen mehr besonders gut darzustellen. Und das gilt auch für den Bereich der Literatur. Für die institutionalisierte Kunstliteratur, also wenn man so will, die hohe Literatur, stellen die spontan im Alltag gebildeten interdiskursiven Elemente, wie sie Presse und Fernsehen mit schöner Regelmäßigkeit aufgreifen, intensivieren, selbst produzieren und dann wieder massenhaft distribuieren, so etwas wie Halbfertigfabrikate dar, die sie weiter bearbeitet. Wir haben es von daher mit einem kreativen Kreislauf zwischen im Alltag spontan gebildeten interdiskursiven Brückenschlägen, ihre Aufnahme und zugleich Distribution durch Alltagsmedien wie Presse oder Fernsehen, daraus wiederum entstehenden verfestigten interdiskursiven Elementen in der Kunstliteratur zu tun, von der aus diese wiederum in Mediendiskurse, Alltag und dergleichen hinein appliziert werden können. Um diesen Kreislauf einmal an einem Beispiel deutlich zu machen, könnte man zum Beispiel vom Spezialdiskurs der Medizin ausgehen. So eine erste spontane Integration könnte dann vielleicht im Alltag gebildet werden, wenn man immer wieder die Rede hört, Berlin ist das pulsierende Herz der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens nebenbei bemerkt, wenn man Schulkindern auch in Deutschland eine leere Deutschlandkarte gibt, dann werden sie Berlin immer ganz genau in die Mitte malen, etwa da, wo sich de facto Kassel befindet, weil eben diese Rede vom pulsierenden Herz zugleich sowas wie Mitte sein suggeriert. Aus dem Bereich des Alltags und der Medien kann das dann weiter wandern in mediopolitische Diskurse, etwa wenn Politiker ständig davon reden, Berlin sei das Herz, die neue Mitte Deutschlands. Und dann kann schließlich ein Roman wie Jochen Schimmanks Neue Mitte in der hohen Kunstliteratur diese Symbolik aufgreifen und weiterverarbeiten. Und von überall, zu jeder Station in diesem Schema können auch sozusagen Rückkopplungen stattfinden. Insgesamt kommt der Kunstliteratur aus interdiskurstheoretischer Sicht ein quasi paradoxer Status zu. Denn einerseits ist sie ja als ein Spezialdiskurs zu beschreiben, da sie eigenen Funktionsregeln unterliegt, eine eigene Operativität hat, würde Foucault sagen. Zum Beispiel eben dem tendenziellen Gesetz der ästhetischen Innovation. Andererseits greift sie, weil sie ja kein eigenes Thema hat, in besonders hohem Maße auf diskursübergreifende Elemente der beschriebenen Art zurück. Mir selbst ist das auch erst sehr spät klar geworden. Literatur hat kein eigenes Thema, sondern sie kann immer nur einen Gegenstand zum strukturierenden Medium eines anderen machen. Und darin liegt eben dieser interdiskursive Charakter von Literatur. Stellen Sie sich einfach einmal die Situation vor, dass eine Großfamilie mit drei studierenden Kindern
Weihnachten zusammensitzt und die drei Kinder wollen der Erbtante, von der sie immer mal ein wenig finanzielle Unterstützung bekommen, erklären, was sie denn so machen. Dann kann die Biologiestudentin ganz prima sagen, alles mit Tieren und Pflanzen. Der Medizinstudent kann sagen, alles mit Gesundheit. Nur die Germanistin hat es schwer, denn alles mit Germanen ist selbst für alte Tanten nicht wirklich glaubhaft. Und da ist genau dieser Punkt, wo das ins Spiel kommt, dass Literatur kein Thema hat. Was macht Literatur stattdessen eben? Sie macht ein ständiges Spiel von interdiskursiven Abbildungen auf, von Analogierelationen, von Metaphern, von Symbolen. Solches Integrieren von verschiedenen Spezialdiskursen in der Literatur kann auf zweierlei Weise nun erfolgen. Erstens extensiv, dadurch, dass enzyklopädisches Wissen nebeneinander aufgestellt wird, also durch die Akkumulation von viel Wissen. Viel Wissen aus verschiedenen Sektoren nebeneinander aufstellen. Zweitens intensiv dadurch, dass polyisotopes, mehrstimmiges und auch mehrdeutiges Diskursmaterial so verwendet wird, dass die Ambivalenzen und Anschlussmöglichkeiten noch gesteigert werden. Interdiskursanalyse als Literaturanalyse zeichnet dann die Entstehung literarischer Texte aus einem je historisch spezifischen diskursintegrativen Spiel, was jeweils zeittypisch ist, nach. Sie versteht literarische Diskurse als Orte der Häufung solcher Diskurselemente und diskursiver Verfahren, die eben der Reintegration des in Spezialdiskursen arbeitsteilig organisierten Wissens dienen. Soweit die eine Richtung. Zum Zweiten kann die Integration aber auch intensiv erfolgen, nämlich dadurch, dass eben ein gesellschaftlicher Praxisbereich strukturierend auf einen anderen abgebildet wird. Sagt etwa eine Romanfigur von sich, dass sie im Beruf gefoult worden sei, obwohl sie selbst immer fair gespielt habe, dann wird ein Element aus dem Bereich des Sports auf den der Berufstätigkeit abgebildet und damit verknüpft. Beide Lebensbereiche werden dadurch tendenziell integriert. Solche semantisch motivierten Brückenschlägen sind nicht nur in der Literatur, sondern auch eben, wir haben das eben in dem Schema gesehen, in Alltagsdiskursen, in medialer und politischer Rede anzutreffen. Ein einfaches Beispiel nun für die Kombination beider Verfahren, denn danach zu fragen liegt ja förmlich auf der Hand, kann das Genre des Essays bieten. Es stellt einerseits Informationen aus verschiedenen Lebensbereichen und Spezialdiskursen extensiv nebeneinander, um dann aber häufig am Schluss eines Essays im Rückgriff auf Metaphern, Symbole und Analogien zu resümieren und nicht mehr das Verfahren der Akkumulation anzuwenden, sondern das der intensiven Integration durch symbolische Analogien. Kommen wir zu einigen Analysebeispielen und da vom Kleinen zum Großen hatte ich Ihnen ja versprochen, zunächst zu den Kollektivsymbolen in Literatur und ihrer Analyse. Schauen wir uns dazu eine Passage aus dem Roman Drei Kameraden von Erich Maria Remarque an. Ein Roman, an dem sich sehr eindrucksvoll zeigen lässt, wie symbolische Synthesen menschlicher Körper mit technischen Vehikeln dazu genutzt werden können, drohenden Grenzüberschreitungen und Situationen der Denormalisierung zu begegnen. Denn mit dem Hauptort der Handlung dieses Romans, einer Autowerkstatt, die auf Beseitigung von Unfallschäden spezialisiert ist, die also die kleineren und größeren Anormalitäten des Verkehrslebens wieder reguliert, bildet das Normalisierungsmodell hier den Rahmen, von dem alle anderen Handlungsstränge ausgehen. Etwa zur Hälfte des Geschehens treffen den Protagonisten Robert unmittelbar hintereinander eine Reihe von Schicksalsschlägen. Durch den Betrug eines Kunden ist seine Werkstatt ruiniert, die Geliebte erkrankt an Tuberkulose und wird in ein weit entferntes Sanatorium eingeliefert.
Da grüßt im Hintergrund Thomas Manns Zauberwerk ein wenig. Ihr Zustand verschlechtert sich ständig. Ein Freund wird schließlich von den Nazis erschossen. Robert versucht nun diese extreme Ausnahmesituation zunächst durch kräftigen Alkoholkonsum zu kompensieren, wovor ihm sein Freund und Kompagnon Otto Köster als Therapie eine Fahrt mit Karl verordnet. Karl, so heißt nämlich sein zum Rennwagen aufgemöbeltes Auto. Mit Blick auf die symbolische Integration von Körper und Fahrzeug lohnt sich, das darauffolgende Szenario etwas ausführlicher anzuschauen. Ich zitiere aus dem Remarque-Roman. Ich sah ihn an. Sein Gesicht war klar, gespannt und beherrscht. Die Betonstraße leuchtete hellgrau vor uns auf. Es regnete nur noch wenig, aber die Tropfen schlugen mir wie Hagelkörner ins Gesicht. Der Wind kam in schweren Stößen, die Wolken hingen niedrig, nicht über dem Wald waren sie zerrissen und Silber tropfte hindurch. Der Nebel hinter meinen Augen verflog. Das Brausen des Motors schlug durch meine Arme in meinen Körper. Ich spürte die Maschine und ihre Kraft, die Explosionen der Zylinder erschütterten die dumpfe Starrheit meines Schädels. Die Kolben hämmerten wie Pumpen durch mein Blut. An diesem Punkt ist der Körper des Fahrers mit dem technischen Vehikel bereits eine enge, denkbar enge Verbindung eingegangen. Erzielt wird dieser Effekt dadurch, dass Remarque einerseits Elemente des Autos zu Bildlichkeiten für den menschlichen Körper macht, die Blickrichtung unterwegs aber auch umkehrt und Elemente des menschlichen Körpers für solche des Autos nutzt. Pictura und Subscriptio-Seite werden hier also getauscht und die Symbolik dadurch insgesamt verdoppelt. Seine Autotherapie kann Köster dann noch dadurch intensivieren, dass er Robert das Tempo noch einmal erhöhen lässt, was die Kopplung von Robert und auch Auto zur endgültigen Symbiose hin steigert. Also nichts anderes als die Verschmelzung zweier Symboliken. Mehr Gas, sagte Köster. Oh, Entschuldigung, da bin ich eins zu weit geraten. Der Motor brüllte auf. Die Luft knallte gegen mein Gesicht. Ich duckte mich hinter die Windschutzscheibe. Und plötzlich rutschte ich in das Donnern der Maschine hinein. Wagen und Körper wurden eins, eine einzige Spannung, ein hohes Vibrieren. Ich fühlte die Räder unter meinen Füßen, ich fühlte den Boden, die Straße, die Geschwindigkeit. Mit einem Ruck schob sich etwas zurecht. Die Nacht heulte und sauste, sie schlug alles andere aus mir heraus. Die Lippen pressten sich aufeinander, die Hände wurden Klammern. Ich war nur noch Fahren und Rasen, besinnungslos gleichzeitig und mit höchster Aufmerksamkeit. Auch hier lässt sich die kollektivsymbolische Struktur deutlich erkennen. Denn auch hier stehen menschliches Herz und Automotor, Füße und Reifen, Körper und Vehikel, Herztätigkeit und pumpende Kolben, eine besinnungslos rasende Psyche und ein rasendes Auto, zunächst passagenweise im Verhältnis von Pictura und Subscriptio. Die Symbiose zwischen dem organisch-menschlichen Körper und dem technischen Vehikel ist dabei so eng, dass gar nicht mehr entschieden werden kann, in welcher Richtung man Pictura und Subscriptio bildet. Vom Auto zum Menschen oder vom Menschen zum Auto hin. Knallt die Luft gegen das Gesicht des Fahrers oder nicht vielmehr gegen die Front des Autos? Jeder einzelne Bestandteil der Symbolik von Auto und Körper kann wechselweise sowohl als Pictura wie auch als Subscriptio-Element gelesen werden. Gehen wir in der Komplexität der Analysen interdiskursiver Art eine Komplexitätsstufe höher und kommen zu literarisch-kulturellen Gruppierungen. In unseren bisher angestellten Überlegungen stand mit den diskursiven Formationen die Integration und das Zusammenspiel gesellschaftlicher Teilbereiche, ihrer Praktiken und ihrer Spezialdiskurse im Vordergrund.
Man kann dies in Anlehnung an Antonio Gramsci auch als die formierend historischen Projekte bezeichnen, die mit literarischen oder auch journalistischen Texten verfolgt werden. Bisher noch weitgehend ausgeblendet haben wir jedoch die Frage nach der Trägerschaft literarischer Texte, also diejenigen nach dem sozialen Spektrum, das ein Text als sein Publikum intendiert und davon noch einmal unterschieden, der Frage danach, wie das tatsächliche Spektrum der tatsächlichen Rezipientinnen aussieht. In beiden Fällen geht es, wenn man so will, um die jeweils beteiligten Schichten, Klassen, Milieus, wie man es auch nennen will, die ihrerseits ein diesmal sozialhistorisches Integrationsprojekt bilden. Wenn es aber gilt, diese soziale Achse zu berücksichtigen, dann muss man folgerichtig das formierend historische Projekt der Praktikenintegration, welche gesellschaftlichen Teilbereiche werden zusammengebracht, und die beteiligten gesellschaftlichen Strata aufeinander beziehen und umgekehrt. Wie das aussehen kann als Interdiskursanalyse, will ich im Folgenden am Beispiel einer Reihe von literarisch-kulturellen Gruppen zeigen, der Gesellschaft Die Glocke im Stuttgart der 1850er Jahre, dem jüngsten Elsass um 1900 und dem Berliner Charon um 1910. Bei ihnen allen haben wir es mit Gruppierungen zu tun, die ein formierend historisches Projekt der Integration oder auch zumindest der Kopplung verschiedener gesellschaftlicher Teilbereiche und ihrer Diskurse auf einen bestimmten Ausschnitt der sozialen Stratifikation beziehen, wobei oftmals Kollektivsymbole im Mittelpunkt stehen und die eigentlichen Integratoren darstellen. Schauen wir uns zunächst für die 1840er, 50er Jahre die Gesellschaft Glocke in Stuttgart an. Eine literarische Gesellschaft auf der Schwelle zwischen noch feudalem Fürstentum und schon bürgerlicher Gesellschaft bei zugleich Anleihen an das Freimaurertum. Das Symbol dieser Gesellschaft ist die Glocke, durchaus mit Blick auf Schillers Lied von der Glocke gewählt. Die einzelnen Ämter sind nach den Teilen einer Glocke benannt und man spricht sich bei den Zusammenkünften mit den daraus abgeleiteten Glockennamen an. Da ist einer der Glockenschwengel, einer der Glockenmantel, einer das Glockenseil und so weiter und so weiter. Man sieht hier schon, dass die Symbolik Gesellschaft der Glocke über die Bezeichnung der einzelnen Ämter und Tätigkeiten im Verein zu einem Ganz, zu einer Integration führen kann. Das formierend historische Projekt ist eher ein negatives, und zwar insofern, dass Politik als Bereich möglicher Integration gesellschaftlicher Praxisbereiche ebenso ausgeschlossen bleibt wie Religion. Übrig bleibt Literatur und speziell Lyrik. Das sozialhistorische Projekt, also wer ist beteiligt, reicht von hohen Adligen, etwa dem gerade regierenden Monarchen nicht, aber dem Kronprinzen als Thronfolger schon, der ist schon mit dabei, bis hin zu mittleren, mittelmäßigen Schriftstellern, Musikern, Malern, kleinere Beamte, kleine Kaufleute, Handwerker sind wieder ausgeschlossen. Es wäre jedoch zu wenig, die Gesellschaft Glocke lediglich als einen Klassenkompromiss darzustellen. Denn die Teile einer Glocke und alle mit ihr in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten geben nicht nur die Bildlichkeit für sämtliche Vereinsämter, jedes einzelne Mitglied und das spezifische Vereinsvokabular ab. Als Gesamtbild für den Verein leistet die Glockenpiktura zudem sowohl die diskursive Integration der Trägerschaft als auch die der formierend historischen Achse. Alle Mitglieder und alle ihre noch so verschiedenen Tätigkeiten werden zu Teilen eines übergeordneten Ganzen der Glocke. Durch die Kollektivsymbolik entsteht so etwas wie ein integraler Sozialkörper. Ein zweites Beispiel ist der Straßburger Stürmerkreis, auch jüngstes Elsass genannt, dem es um 1900 darum ging, unter dem Schlagwort Jung,
ein formierend historisches Projekt aus Literatur, Philosophie, Malerei und Politik mit dem Ruf nach Sturm, Sommer, Feuer, Frühling zu verbinden. Also allesamt Symboliken, die die Semantik von Jung und Jugend unterstreichen können, auch wenn die Beteiligten nicht alle wirklich jung waren. Das sozialhistorische Spektrum reicht hier von durchaus hohen Beamten bis hin zu Studenten und Schülern, was wiederum herausfällt, wären etwa Weinbauern und Arbeiter. Beide nun, die Gesellschaft Glocke und das jüngste Elsass, so verschieden sie sind mit stark eingeschränkten sozialhistorischen Achsen elitär angelegte Projekte. Ganz anders demgegenüber der Charon des Lyrikers Otto zu Linde, der zwischen 1903 und 1922 in Berlin ein geradezu sozialdemokratisches Publikumsprojekt verfolgte, das von Volksschullehrern, Künstlern und Studenten bis hin zu Droschkenkutscherfrauen, Zimmervermieterinnen und Strickrahmenarbeiterinnen reichte. Wenn auf der formierend historischen Achse Dichtung, Philosophie und Religion zu einer integralen Größe leben, verkoppelt werden sollten. Drei Beispiele also dafür, wie Symboliken in der Mitte solcher Projekte stehen, wie wir einerseits eine Achse der Praktikenintegration haben, so wie sie Foucault hätte auch beschreiben können, die aber bezogen wird auf einen spezifischen Ausschnitt einer sozialhistorischen Achse. Gehen wir zur letzten Komplexitätsstufe, nämlich der Frage von Identität und wie sich die Ausbildung von Identitäten als ein interdiskursiver Prozess beschreiben lassen. Im Schnittpunkt dieser beiden Achsen, wie die Beispiele literarisch-kultureller Vereinigung gezeigt haben, kann man interdiskursive Angebote zur Assoziation, zur Kollektivbildung, wenn man so will, zum mentalen Beitritt und zur Ausbildung individueller wie auch kollektiver Identitäten verorten. Gerade die dabei jeweils verwendeten Kollektivsymbole, denken Sie nochmal an das Feuer der Jugend beim Stürmerkreis, die verwendeten Schlagworte, Locke und Integrationsprojekte entscheiden über die Attraktivität der jeweiligen Angebote. Bei der Frage der Ausbildung von Identitäten gehen diskurstheoretisch fundierte Ansätze, und jetzt muss ich noch mal ein kleines bisschen Theorie betreiben, also von der Priorität des Diskurses und seines Wir gegenüber den einzelnen Interakteuren aus. Gefragt wird nach solchen Positionen, die Kulturen mit den in ihnen zirkulierenden Interdiskursen bereithalten, nämlich Positionen der durchaus affektiv besetzten Attraktivität, denen sich Individuen assoziieren können und so ein Sozialkörper mit Zusammenhalt, also auch mit Identitätspotenzial bilden können. Das war besonders bei den literarisch-kulturellen Gruppierungen wichtig, denn eigentlich müsste man sich ja vor Augen führen, dass Literaten und auch andere Künstler förmlich darauf angelegt sind zu sagen, was ich mache, das ist individuell und das macht kein anderer so wie ich. Eigentlich sind sie auf Distinktion hin angelegt und in den Gesellschaften müssen sie es trotzdem schaffen, irgendwie zusammenzukommen. Eine solche Assoziation oder ein solcher Sozius kommt dadurch zustande, dass Individuen sich an die für sie attraktiven Positionen innerhalb des Diskurssystems einer Kultur ankoppeln. Die Einheit oder Identität eines solchen Sozius ist also nichts anderes als eine diskursive, semiotische und vor allem sprachliche Einheit, durch die Einzelindividuen auf jeweils verschiedene Weise zu ebenso verschiedenen Assoziationen, das heißt ebenso verschiedenen Sozialkörpern zusammengeschlossen werden. Und das kann eben auch heißen, dass wir alle verschiedenste Identitäten mit Bezug auf verschiedenste Sozialkörper ausbilden. Möglicherweise haben wir eine gänzlich andere Identität, etwa in der Universität, als im Privatleben. Und da, wo wir als Sportler auftreten, vielleicht haben wir eine dritte Identität. Um diesen Vorgang etwas anschaulicher zu machen,
Kann man sich das Funktionieren des Diskurssystems am besten, wie Jürgen Link es einmal vorgeschlagen hat, als eine Maschine zur Reproduktion von Diskursen und der in und mit ihnen eingenommenen Positionen vorstellen? Als eine Maschine, Zitat, die zunächst einmal unabhängig von bestimmten individuellen Interakteuren laufen kann, die Diskurse selbst. Diese Maschine hält nun in Form der angebotenen Positionen attraktive Schnittstellen für Individuen bereit. Dabei sind die einzelnen Individuen durchaus austauschbar, denn ihre Eignung resultiert nicht aus ihren mitgebrachten Charaktereigenschaften, also man hat die Identität nicht immer schon in sich, sondern lediglich aus dem Grad ihrer Übereinstimmung, aus dem Grad der Kompatibilität, ihrer sprachlichen, diskursiven und subjektiven Sozialisation mit dem jeweiligen Diskursposition. Ein eindrucksvolles Beispiel für mich war einmal, dass in Berlin 1989, also im Wendejahr, im Ostberliner Theater Schillers Wilhelm Tell gespielt wurde. Und da gibt es ja die Stelle, wo es heißt, dass das Land nicht genügend Straßen, nicht genügend Wege hat. Und die heißt, mehr Pässe braucht das Land. Und in diesem Moment sprangen die Leute alle auf die Sitze in der Situation der aufgeheizten Situation von 1989 in der Lehre und sagten, ja, wir wollen Pässe haben, wir wollen mehr Pässe haben. Da wurde also, fand eine emphatische Assoziation mit einer Diskursposition statt, die im eigentlichen Schillerschen Text gar nicht vorkam. Gehen wir zu einem Beispiel, einem etwas komplexeren Beispiel für solche Identitätsangebote in der Literatur weiter, und zwar in der Ruhrgebietsliteratur. Ich komme aus einer Ruhrgebietsuniversität und ich habe diese Ruhrgebietsliteratur untersucht, daher die Beispiele. Ich will zeigen also, wie solche Assoziation an eine attraktive Diskursschnittstelle in einem konkreten Fall und Beispiel aussieht, und zwar dem einiger Texte des Ruhrgebietsautors Frank Goosen, die zwischen 2008 und 2012 entstanden sind und damit in einer Zeit, in der Identitätskonstruktionen im Ruhrgebiet Hochkonjunktur hatten. Zu diesen Texten gehören vor allem die Bände Radio Heimat, Geschichten von Zuhause aus dem Jahr 2010, der kurze Reviergeschichten versammelt, der Band Weil Samstag ist, Fußballgeschichten aus 2008 sowie der Roman Sommerfest aus dem Jahr 2012, dessen Titel zugleich auf das Kulturhauptstadtjahr wie auch das fußballerische Sommermärchen von 2006 anspielt. Diese Texte sind alle ausnahmslos geradezu daraufhin angelegt, Schnittstellen, also die attraktiven Diskurselemente für die Ausbildung von Ruhrgebietsidentität aufzustellen, also ganz viele nebeneinander, sie anzubieten und solche diskursiven Identitätsmarker geradezu zu akkumulieren. Eine der Erzählungen aus dem Band Radio Heimat beginnt etwa so: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, fahre ich in Bochum die Alleestraße stadtauswärts, biege vorbei an dem Gelände City West, wo auch die Jahrhunderthalle steht, oben am Hochhaus der Krupp-Verwaltung links in die Kohlenstraße, dann vorbei an den Resten des ehemaligen Häusnerviertels, wieder rechts, wo sich neben dem Ascheplatz des SV Germania die Kleingartenanlage Engelsburg e.V. versteckt. Und an einer anderen Stelle heißt es, das Ruhrgebiet hat viele Vorteile. Es gibt hier keinen FC Bayern. Auf je 100 Einwohner kommen mindestens 20 Frittenschmieden, also so Verkaufsstellen für Pommes frites. Und auch wenn der Schrebergarten und die Currywurst in Berlin erfunden wurden, ist die Benutzung des einen, der Verzehr der zweiten in dieser Gegend zum selbstverständlichen Bestandteil der Hochkultur geworden. Das größte Plus für die Lebensqualität ist jedoch die Trinkhalle oder Seltersbude, kurz die Bude. Man sieht, wie viel hier an solchen Attraktivitätsmarkern, wo man sich ankuppeln kann, an die man sich ankuppeln kann oder eben auch nicht,
hier auf allerengstem Raum zusammengebracht werden. Den äußeren geografischen Rahmen bilden bei Gosen also herkunfts- und heimatorientierte Regionalitätsvorstellungen, mittels derer ein Kernruhrgebiet zwischen Duisburg und Dortmund also etwas wie Heimat konstituiert wird, und zwar zunächst einmal durch Abgrenzung nach außen. Was dann auf engstem Raum als übrigbleibendes Territorium eine Heimat- und Identitätsmitte mit Namen Ruhrgebiet konstituiert, das entfaltet der Roman Sommerfest als Rückblick auf das eigene mit Ruhrgebietsspezifika angereicherte Coming on Age, zugleich als My Generation wie auch als My Region, nämlich als eine Heimat und eine auf diese bezogene Identität, der gegenüber München und Bayern zur entferntesten Peripherie werden, gleichauf, Zitat, mit New York, alles eine Soße. Bereits von der Grundanlage der Texte her sind damit regionale, lokale und generationsspezifische Angebote zur Subjektbildung und mit ihr zum Anschluss an die eine oder andere Diskussion aufgemacht. Diese geografische Eingrenzung ist für die Ausbildung einer positiv aus das Ruhrgebiet bezogenen Identität, wird in den Texten von Gosen aber zudem auch historisiert. So ist die polnische Abstammung von Ruhrgebietsbewohnern als ein auf frühere Zeiten rekurrierendes Residualnarrativ bei Gosen geradezu Ausweis eines auf mindestens drei Ruhrgebietsgenerationen zurückblicken können und damit regional und kulturell fest verankerten Bergmannsadels. Man muss also seit drei Generationen da gewohnt haben, ehe man dazugehört. Wie macht man das nun in literarischen Texten, diese drei Generationen nachzuweisen? Man erzählt ständig nicht von der Väter- und Elterngeneration, sondern von der Großmutter, also genau dieser dritten Generation, auf Ruhrdeutsch der Oma statt Oma. Denn sie ist es, welche die diachrone Spanne von drei Generationen verbirgt, ohne dass größerer erzählerischer Aufwand betrieben werden musste. Von daher verwundert es dann auch nicht, dass die Widmung des Romans Sommerfest ganz, ganz kurz ist und ganz, ganz einfach ist, nämlich für Oma heißt. Am Beispiel der Oma lässt sich zudem zeigen, dass auch die Applikation solcher in der Literatur parat gehaltener Diskursparzellen zurück in reale Lebenszusammenhänge funktioniert. Denn als die Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger bei Gosen zu Gast war und ihn zu Hause besuchte mit Kamerateam und allem, was dazugehört, was machte Gosen als allererstes? Er stellte seine Oma vor, holte die vor die Kamera. Und damit war der Oma-Effekt und die drei Generationen waren wieder sichergestellt. Für die mit den beiden ersten Verfahren, geografisch und historisch konstituierte Ruhrgebiet, steht bei Gosen auch das Ruhrdeutsch mit seinen transkulturellen Anverwandlungen von Lehnwörtern. Und jetzt muss ich das so ein bisschen im Ruhrgebietsdeutsch aussprechen. Statt Chancen heißt es dann Chancen, statt Parfum, Parfum, statt Gratin, Gratin, statt Restaurant, Restaurant und der kleine Kaffee heißt Expresso. Das kriegt man den Ruhrgebietsleuten auch nicht abgewöhnt. Schließlich sind ruhrgebietsspezifische Orte, Einrichtungen und Gebäude Attraktoren der Assoziation, wie das Zechenhaus, der lokale Bolzplatz, der Schrebergarten in der Gartenlaube, in dem man den ersten Sex hatte, und die Trinkhalle, im Ruhrgebietsjargon eben schlicht Bude genannt. Um alle diese diskursiven Schnittstellen und Attraktoren in eine kohärente Narration überführen zu können, werden sie im Roman Sommerfest mit den Charakteren der auftretenden Figuren fest verkoppelt und im Falle des Protagonisten Stefan Zöllner eine Geschichte erzählt, dass ein Schauspieler, der in München ansässig ist, in die Heimat des Ruhrgebiets zurückkommt, München sein lässt, Schauspielerei sein lässt,
seine dortige attraktive Freundin sein lässt, um zu Reihenhaus, Elternhaus, Fußballverein, Gartenlaube und der uralten ersten Freundin aus dem Ruhrgebiet zurückzukehren. Ein typisches Element eigentlich aller Dorfgeschichten seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Soweit die Frage, wie bei Gosen Identität hergestellt wird. Es fehlt noch ein Element, das wir bei der Diskursanalyse genannt hatten, nämlich die Kollektivsymbole, die Metaphern und die Analogien. Auch die gibt es, und das sind bei Gosen im Ruhrgebiet natürlich Analogien zum Fußball. Letztlich alles, was im Leben passiert, wird auch noch einmal über den symbolischen, metaphorischen Leisten des Fußballs geschlagen. So etwa Fußball mit der bevorstehenden Geburt des eigenen Kindes. Zitat: Legt ein werdender Vater die Hand auf den Bauch seiner hochschwangeren Frau und spürt den Tritt des Thronfolgers, kann er nicht anders. Er sagt: Guck mal, der flankt. In Ruhrdeutsch wiederum: Kummer, der flankt. Oder Fußball mit Sex. Die Freundin gibt just kurz vor dem Anpfiff eines wichtigen Spiels endlich dem Angebot zum verschärften Nahkampf nach, sodass der Protagonist in arge Bedrängnis gerät und wählen muss, endlich mit der Freundin ins Bett zu kommen oder doch das wichtige Fußballspiel zu sehen. Fußball mit Medizin. Vor 9 Wochen hat sein Arzt ihm eröffnet, dass seine Blutwerte in etwa den gleichen Tabellenstand aufweisen wie der VfL Bochum. Der VfL Bochum steht notorisch am Ende der Tabelle. Familie mit Fußball. Die Kinder bekommen die Vornamen bekannter Fußballer und müssen dann ein Leben als Kevins zubringen. Und so weiter und so weiter. Auf diese Weise gibt es letztlich kaum einen Bereich des Lebens, der nicht irgendetwas mit Fußball zu tun hätte, sodass das Identitätsangebot in Sachen Ruhrgebiet nicht zuletzt auch über den symbolischen Leisten Fußball geschlagen werden. Gosens Fazit in seinem Roman lautet: Fußball ist uns zwischen Duisburg und Unna, zwischen Recklinghausen und Hattingen ins Genom übergegangen. Unsere Doppelhelix besteht nicht aus Aminosäuresequenzen, sondern aus echtem Leder. Ich hoffe, das ist soweit deutlich geworden, wie stark bei Gosen mit einem ganzen Arsenal an Diskurselementen gearbeitet wird, die in ihrer Gesamtheit ein genauso starkes Angebot machen, sich daran anzudocken und eine Ruhrgebietsidentität auszubilden. Dass das funktioniert, zeigt die Tatsache, dass Gosens Bücher im Ruhrgebiet in hohen Auflagen verkauft werden, dass seine Kabarett-Shows, so muss man es vielleicht nennen, im Ruhrgebiet große Hallen führen und auch kleinere Veranstaltungen, die er macht, immer überlaufen sind vom Publikum. Wir sind bei dem komplexesten meiner drei Bausteine angelangt und es wird Zeit, noch kurz am Ende die Arbeitsschritte einer Diskursanalyse zu resümieren. Interdiskurstheoretisch arbeiten setzt, Klammer auf, im Idealfall, Klammer zu, als ersten Schritt immer eine Rekonstruktion desjenigen Diskurssystems oder derjenigen diskursiven Formation voraus, innerhalb derer ein zu analysierender Text, auch ein Film, ein anderer medialer Gegenstand, in seiner Spezifik zu situieren ist. Diese Rekonstruktionsarbeit kann den gesamten Fächer der Spezial- und Interdiskurse einer Zeit umfassen oder auch nur den Gebrauch eines einzelnen Diskurselements, etwa eines einzelnen Kollektivsymbols. Jürgen hat das etwa für das Ballonsymbol sehr genau gezeigt. Konkret zu fragen ist hier immer: A, welche gesellschaftlichen Teilbereiche und auf der Ebene der Wissenschaft vielleicht welche Disziplinen sind daran beteiligt, wenn Diskurse initiiert und dann gesellschaftlich distribuiert werden? B. Welche Spezialdiskurse und/oder Interdiskurse sind dominant? Welche vielleicht eher randständig? Und C. Welche Abgrenzungen
gegen andere Diskurse lassen sich dabei beobachten. Ein zweiter Schritt muss dieser Formation dann im Detail nachgehen und fragen, wie sieht die Praktikenintegration, das formierend historische Projekt jeweils aus? Welche wiederkehrenden Diskurselemente, Schlagworte, Redeparzellen, Argumentationen, Metaphern lassen sich eruieren? Welche interdiskursiven Elemente wie Kollektivsymbole spielen eine Rolle? D. Welche Funktionen übernehmen sie? All das impliziert immer auch eine gewisse empirische Komponente, denn interdiskursive Regularitäten werden ebenso wie die von Foucault vorrangig untersuchten internen Formationsregeln von Diskursen ja immer erst dann sichtbar, wenn sie mehrfach, wenn sie vielfach vorkommen. Dritter Schritt schließlich sollte das mit dem formierenden Projekt verbundene Publikumsprojekt rekonstruieren. A. Wie sieht das Publikumsprojekt aus, das mit der jeweiligen horizontalen Praktikenintegration verfolgt wird? B. Welche Ausschnitte aus der gesellschaftlich-sozialen Stratifizierung sind als Publikum intendiert? Und C. In welchem Verhältnis steht ein Integrationsprojekt zum Diskursfächer seiner Zeit? Bestätigt es ihn? Entwirft es eine Alternative dazu? Oder stellt es vielleicht sogar eine Art Putsch oder eine kulturelle Revolution dar? Weiter ist D, mit Blick auf die jeweils verwendeten interdiskursiven Elemente selbst zu fragen, ob sie kohärent verwendet werden, indem sie zum Beispiel mit konstant bleibenden Wertungen verknüpft sind. Dann würde man diese spezifische, in sich kohärente Verwendungsweise des kulturellen Vorrats an Interdiskurselementen als so etwas wie eine einheitliche, geschlossene, diskursive Position bezeichnen können. Von hier aus lässt sich dann eine Interdiskursanalyse und eine interdiskurstheoretische Alternative zum nicht immer überzeugenden Ideologiebegriff entwickeln und ebenso der Zusammenhang von Texten, diskursiven Positionen und tatsächlichen Lesepubliken, die sich ja von dem intendierten Projekt nochmal unterscheiden können, erforschen. Last but not least, also F, ist mit der Idee der Intervention nach Möglichkeiten der strategischen gegenläufigen Nutzung interdiskursiver Elemente zu fragen. Welche Kollektivsymbole lassen diskurstaktisch auch mal sich gegen den Strich verwenden? Welche anderen diskursiven Positionen können möglicherweise eingenommen werden? Alles das, was hier als lange Liste und aufgelistete Liste daherkommt, das sind Möglichkeiten interdiskursanalytischen Arbeitens und einige davon vielleicht sogar so etwas wie Standardschritte bei der Diskursanalyse literarischer Texte. Aber es erschöpft sich darin sicherlich noch nicht. Ich konnte hier und heute Ihnen nur einige erste Beispiele dazu kurz anreißen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld, haben Sie vielen Dank fürs Zuhören.